Zuerst mal komm mir nicht mit dem nach unten gucken, weil ich das immer nur mache, wenn deine Mom wieder versucht, an mir rumzulutschen. Mit der Cap im Gesicht geh ich pausenlos ab, denn so eine Fotze verdient keinen Augenkontakt. Aber andererseits wird heute dein Leben gefickt und ich will in deine Augen sehen, wenn deine Seele zerbricht. Schon steht Casa vor nem Scherbenhaufen, denn ich lass mit deinem Griff an meine Cap deine gesamte Runde ins Leere laufen. Ich raste aus und diese Tunte geht knockout. Ich gegen Casa bedeutet wohl, meine Runde geht aufs Haus. Also muss ich einfach nachfragen, wenn du dir den Kopf zerbrichst, was du über mich schreiben kannst. Ist das dann ein Dachschaden? Du Bastard, du Schwachmat, du Klappspaten. Wenn ich auf den Putz haue, bröckelt deine Fassade. Casa, altes Haus, du solltest Schutz suchen, denn bin ich fertig mit dir, bist du allerhöchstens noch eine Bruchtbude. Heißt, ich hinterlasse einen Bruchstückhaften Casa, und besser dein Vater hätte es zurückgehalten damals. Du bist kein Aufreißer, das ist lächerlich. Wenn du in was am besten bist, nennt man dich einen Hausmeister. Aber machst in der Runde gegen Sensor auf Casanova, doch sammelst offensichtlich nur Tiere wie die Arche Noah. Ich hatte fast noch deine Ische am Start, doch im Gegensatz zu dir hat die Schlampe den dichteren Bart. Was ist das bitte? Verrat mir mal, warum da so ein freier Platz ist. Bestimmt die Stelle an, die ständig Julians Eier klatschen. Casa spreizt die Backen, Hauptsache er darf hier weitermachen. Statt damals Kondom, heute Inhalt eines Leichensackes. So oder so ist beides Plastik. Für Sonja war deine Geburt schon ein Fehlschlag, denn sowas kommt höchstens raus, wenn ein Uterus Krebs hat. Du verlierst dieses Ding, als hättest du Lepra, denn ich krieg einen Gärtner statt einem Gegner. Casa, du Bastard, jetzt ist hier Schicht im Schacht, wäre besser gewesen, du hättest hier niemals mitgemacht. Du bist kein Favorit, sondern allerhöchstens Mittelmaß und hast spätestens Plan von Erdkunde mit dem Gesicht im Matsch. Legen wir die Karten auf den Tisch, dein Weiterkommen war unverdient. Ich bin mir sicher, dass Julian auch meine Runde runterspielt. Trotzdem bist du nicht der bessere Rapper und deshalb nenne ich Julian einen Nuttensohn und schenke dir den Extrapunkt. Ich mach das Ganze nur aus Protest, denn was willst du bringen, außer umstrukturierte Punchlines von Rolex? Oder willst du wieder Angriffsfläche simulieren? Reiß dir ein Bein aus, doch nur um Angriffsfläche zu verlieren. Wirklich großes Kompliment, dich auf Geo zu reduzieren ist nicht unkreativ, sondern die logische Konsequenz. Gleiche Stimme, gleiche Rhymes, gleiche Texte, gleicher Style, gleiche Technik, sogar die gottverdammte gleiche Fresse. Solange es klingt, als ob er dein Ghostwriter ist, trittst du nie aus seinem Schatten, du Sohn einer Nutte. Auch wenn Julian wieder sagt, es stimmt nicht, spar dir deinen Dünnschiss, ich zerlege Casa gründlich, denn ich zerreiße diesen geohaften Klon und mach Battle-Begräbnisse zu einer Familientradition. Ich hasse diesen Vibe, den die Gardners vermitteln, sowas zwischen geplatztem Kondom und Versagen der Pille. Angelo, deine Mom hat dich Engel genannt, doch wär ich dein Vater, hätte man dich auf der Stelle verbrannt. Du hast es selbst in der Hand wie dein Sexleben, doch ich schlag dir den Sieg aus dem Kopf wie deine Eckzähne. Für Sonja war deine Geburt schon ein Fehlschlag, denn sowas kommt höchstens raus, wenn ein Uterus Krebs hat. Du verlierst dieses Ding, als hättest du Lepra, denn ich krieg einen Gärtner statt einem Gegner. Casa, du Bastard, jetzt ist hier Schicht im Schacht, wäre besser gewesen, du hättest hier niemals mitgemacht. Du bist kein Favorit, sondern allerhöchstens Mittelmaß und hast spätestens Plan von Erdkunde mit dem Gesicht im Matsch. Hier kein Kräftemessen ist, sondern sich nur die Frage stellt, wie heftig ich dir in die Fresse fick. Und jeder weiß, du bist Julians Liebling, doch ich reiß dir den Arsch auf und versuch es zu genießen. Und ich weiß, du hältst dich längst für den Sieger in Spe, denn wenn man nichts kann, setzt man eben halt auf Vitamin B. Du bist grenzenlos überhyped, echt über die Maßen. Ich bin der Strich durch die Rechnung eures Brüderfinales. Er hat fleißig gegoogelt, aber er findet nichts im Internet. Seit er weiß gegen wen, nässt er wieder in sein Kinderbett. Und im Prinzip muss er sich nach den Schwänzen von Julian und Gio eben wieder was aus dem Hintern ziehen. Egal mit was du kommst, das wird mich nicht treffen. Und checkt man deine Songs, merkt man, du bist wirklich das Letzte. Noch nicht mal vor einem Jahr machst du Spaß, denselben Schwachsinn. Hauptsache durch Doppelmoral, künstlich Angriffsfläche schaffen, fuck it. Du bist das, was ich an Rap so hasse, das ist längst nicht alles. Denn er wusste, es kommt und hat daraufhin die Schwuchtel-Songs auf YouTube runtergenommen. Ein charakterloser Bastard, der nicht hinter der Musik steht, die er macht, weil es ihm hierbei nur um Profit geht. Mann, kann passieren, aber du elende Schwuchtel, willst statt dazu zu stehen, lieber nur deine Fehler vertuschen. Und du hast recht mit meiner Cap, ich zeig erst heute mein Gesicht. Aber du gottverdammter Heuchler, musst verleugnen, was du bist. Wie stellst du dir die Scheiße vor? Du gottverdammtes Opfer, schießt hier mit jeder zweckgereimten Text Zeiler ein Eigentor. Liegt das etwa an einem Inzest? Du hörst
diesen Eltern auf. Reduzier mich nicht auf Gio, doch reduzierst dich dann selbst darauf. Als Bruder des Kings hättest du ein Anrecht auf die Krone. Zwischen uns sind keine Welten, sondern ganze Dimensionen. Alter, so läuft das nicht. Es sind nur Opfer, die sich Prinzen nennen. Dann verrat mir mal schnell, was ein Thronfolger ist. Ich knick's ihn einfach raus, Kronleuchter-Shit. Kann es sein, dass alle Gartners nur Großmäuler sind? Diese Misshandlung ist schon ordnungswidrig, doch um dich zu betteln, hätte es schon gereicht, dir deine eigenen Tracks vorzuspielen. Bevor ich Kasa die Hand gebe, wähle ich die Todesstrafe, denn er ist ein Hurensohn. Könnt ihr Rolex fragen?